Zum nächsten. Da hinten ist Verwüster der Legion Seelenmaschine. Da müssen wir jetzt irgendwie noch auf die andere Seite reiten. Aber wir halten mal die Augen offen, weil das mit der Brutkönigin, das war ja auch irgendwie optional. Was ist denn das? Seelenernter. Hä? Hier ist auch so tote Pirscher. Und das? Was soll man damit machen? Nichts. Gut. Wir gehen einfach mal weiter. Weil ihre Zahl ist Legion, das ist gut, das gehört wohl irgendwie auch ein bisschen dazu. Ein mächtiger Teufelskristall. Ja gut, das ist nicht so notwendig. Oh, wir sind fast da, wo wir hin sollen. Die Verderbnisschneide. Hier gibt es auch einen Verwüster, den wir brauchen. Und hier ist noch ein Verletzter. Den heben wir mal auf. Ah, da hinten ist auch noch ein Kristall. Komm mal mit, dem Pfeilerstabilisator. Keine Ahnung, was das Ding macht. Lady the Thermo wünscht, dass ich euch beistehe. Komm mal, ich glaube, wir können irgendwas mit dem Pfeiler hier machen. Mal deaktivieren. Okay. Hier ist nochmal so ein Seelenernter. Okay, dann gehen wir zu diesem Verwüster da hinten hin. Sonst sehe ich hier nämlich auch nichts. Oh, hier können wir wieder jemanden rufen, der das Ding kaputt machen soll. Ding ist wieder zerstört. Ja. Okay, es bleibt nur noch der Verwüster der Seelenmaschine. Das haben die ja auch irgendwie erwähnt, aber wir haben ja auch diesen Fäulnishort auf dem Weg. Da sollen wir uns ja mit Korvas Blutdorn treffen. Was war das eigentlich nochmal? Eine der Dämonen, die ich verhört habe, enthüllte eine besonders delikate Information. Ach, die Wichtelmutter im Vulkan. Die Wichtelmokan, die Geheimnisse der Legion niederschreibt. Was will der denn jetzt hin? Ach Gott. Lass, komm. Wenn der abhauen will, das sollte auf jeden Fall irgendwo hier sein. Ich... Ja, hier jetzt. Dahin ist auch der letzte Verwüster. Ich habe alles geopfert. Wow. Was habt ihr aufgegeben? Wir sind hier. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Boah, was ist das für ein Strahl? Das ist von dieser Festung da oben. Donnerzorn, ich habe sie gefunden. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Seht ihr diese riesige Höhle? Dort lauert eine schreckliche, extrem mächtige Wichtelmutter. Das ist natürlich nicht die gute Nachricht. Die befindet sich in ihren stinkenden Klauen. Wir hörten, sie ist eine Art dämonische Geheimnisträgerin. Sie führt dort abscheuliche Rituale für die Legion durch und hält sie in einem Buch fest. Wir brauchen diese Macht. Wir brauchen dieses Buch. Falls wir uns nicht wiedersehen, sterbt wohl. Die Wichtelmutter ist in der Höhle dort. Die Wichtelmutter ist in dieser Höhle. Kein verlangt nach mir. Vermutlich braucht er Hilfe beim Töten eines Dämons. Okay, die geht jetzt einfach weg. Wir gehen jetzt hier rein. Oh, dann kann man auch mal diese Geister sich benutzen. Aber hier gibt es eigentlich nichts. Oh, da ist er. Verschwindet! Der Foliant gehört mir! Wow, ist die hässlich. Fecundia. Okay. Meine Geheimnisse werden euch verschlingen!
sieht aus, hätte sie Xenas Unterwäsche geklaut. Das soll eine Wichtelmutter sein. Sie stehlen unsere Geheimnisse, meine Königin! Bringt mir den Folianten zurück, meine Diener! Bringt mir den Folianten zurück. Folianten der Dämonengeheimnisse. Ah, die Gegner hinterlassen ja auch manchmal dieses, wie heißt das? Das sind diese Leute. Eben war das so lila. Das. Wo habe ich das jetzt hier? Zerschmetterte Seelen. Ein Seelenfragment, wenn das heilt uns. Und von Dämonen, da können wir dann mehr Schaden machen. Okay. Jetzt leuchtet das hier eigentlich gar nicht. Dann haben wir das hier auch gemacht. Jetzt müssen wir nur noch zur Seelenmaschine. Und die ist direkt da vorne. Mann, die erwische ich jetzt alle? Nee. Das hat nicht unbedingt eine große Reichweite. Augenstrahl. 20 Meter. Okay. Seelenmaschine. Ist das dieses Gebäude dort? Dann gehen wir. Bevor sie die Teufelshammer von einem Grubenlord aufgehalten. Erfüllt Warte mal. Unseren Pakt und all deinen Befehle und die Echsennarbe gehorcht. Also, irgendwie ein Grubenlord hier vorne oder was? Dann gehen wir erstmal zu diesem Gebäude. Und helfen den Naga. Vorsicht! In der Seelenmaschine befindet sich ein Schreckenslord. Das machen wir jetzt zuerst, bevor wir den Verwüster zerstören. Brunnen der Seelen. Oh, gut. Oh. Eine weitere Seele für meine Maschine. Graf Perfides. Öffnet die Brunnen und überschwemmt ihn mit einem Strom an Seelen. Sollen wir noch mehr? Okay, Brunnen öffnen. Teufelsfratze, was ist das da? Jetzt können wir auf ihn draufhauen. Hilfe! Was ist denn jetzt? Hier? Graf Perfides. Ich glaube, wir müssen hier wieder so einen Brunnen der Seelen öffnen. Ach ne, da ist jemand zu Hilfe gekommen. Was hat der denn eigentlich? Was hat der da manchmal? Öffne mal so einen Brunnen, ob der dann so einen Debuff kriegt oder so. Der Inges kriegt auf jeden Fall. Wieder so eine Teufelsfratze an den Start gebracht. Ich bin tot. Ja. Lass mich doch Immerhin eure Seele meine Maschine antreiben. Oh, ich habe irgendeinen Ring gekriegt. Kann ich wahrscheinlich einfach anziehen. Schändlicher Ring. Okay, dann können wir draußen jetzt den Verwüster. Haben wir eigentlich jetzt bei jedem Verwüster, also beim ersten Verwüster haben wir diesen, den Gefährten der Brutkönigin getötet. Und beim zweiten? Weiß ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung, wer das war. Dann machen wir jetzt einfach den Verwüster hier platt. Oh, ich bin im Kampf. Machen wir einfach den Verwüster hier, Blatt. Der Hof der Brutkönigin General. Ach, hier gibt's. Da ist er. Da gibt's noch einen General. Der Stern auf der Karte. Oh, schnell. Ist was tot. Auf ihn mit Gebrüll. Von euch wird nicht unmöglich. Ach, das ist der Grubenlord, von dem wir gesprochen haben. Ui, cool. Hab Dank. Epe. Kommt, Brüder. Zurück in den Kampf.
Das ist der Grubenlord, von dem wir gesprochen haben. Dann diese Meldungen, die sie reinbringen, das sind dann teilweise einfach sind das so optionale Dinge, die wir noch miterledigen können. Und dafür kriegt man halt einen Ring. Unter anderem. Und hat natürlich dann noch mehr gemacht. Ja, eben haben wir Hände bekommen. Also, Banner der Illidari. Machen wir das mal. Das wird einfach wegteleportiert oder weggezogen. Jetzt müssen wir aber zurückreiten. Wir können jetzt gerade hier einfach den Weg nehmen. Kommst du? Jupp. Wo reitest du hin? Ach, hier ist noch jemand, den man aufheben kann. Ist da noch irgendwas? Nö. Für Fürst Illidan. Genau, für Fürst Illidan. Wir müssen jetzt den Weg hier nach Süden reiten. Der sollte uns dann irgendwo hinbringen, da zurückbringen. Genau, da sind wir. Eigentlich sind wir dann einmal hier im Kreis um den Teufelshammer drumrum geritten. Was ist das für eine? Ah, da ist wieder ein Verletzter. Ich glaube, der ist tot. Ah. Gott, sind wir zu spät gekommen für den. Naja. So, hier sind wir wieder, wo es alles angefangen hat. Wir müssen nur über diese Brücke. Am besten mit Geronimo! Doppelsprung. Und dann gleiten. Ist da irgendwas unten? Ja. Au, jetzt bin ich runtergefallen. Na gut, dann kann man auch rumgleiten. Irgendwelche Viecher. Nee, gut. Dann zurück zum Camp. Zurück zu keinem Sonnenzorn. Das kann ich schon. So, die Lage war ernst. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Zuerst Korvas Blutdorn. Der Foliant der Wischenmutter. Habt ihr ihn? Ja, wir haben ihn. Spürt ihr die Macht, die dem Buch entströmt? Ich kann kaum erwarten, seine Geheimnisse zu ergründen. Und dafür kriegen wir Handschuhe. Die Dämonen haben einen entscheidenden Fehler begangen. Wo sind denn die Handschuhe, die ich bekommen habe? Handschuhe des Kräfteanwenders. Als sie ihre Geheimnisse in diesem Buch niederschrieben, die davon ausgehende Teufelsenergie ist überwältigend. Doch sie reicht nur für eines der Rituale, es wird das Buch völlig verzehren. Ihr entscheidet, welche Geheimnisse wir gegen die brennende Legion einsetzen. Aha. Lest den Folianten der Dämonengeheimnisse und entscheidet euch für eine Spezialisierung, Verwüstung oder Rachesucht. Ach, das meinen die. Ich akzeptiere. Wie ihr euch auch entscheidet, es tut gut, die Macht der Legion gegen sie einzusetzen. Also das bedeutet, was man als erstes machen möchte. Aber den Foliant lesen wir auf jeden Fall. Wo ist denn der Foliant? Hä? Ach, der liegt hier rum, oder was? Foliant der Dämonengeheimnisse, ja. Der schwebt über dem Tisch. Welche Spezialisierung der Dämoniker möchte er lernen? Wir haben entweder Verwüstung oder Rache. Und Rache ist halt zum Tanken. Rachsucht. Ich gehe auf jeden Fall zuerst auf Verwüstung, Rachsucht. Will ich dann auch machen als zweites. Das hat vor allem was damit zu tun, dass die Waffen eigentlich nur bei Verwüstung gut sehen. Also das sind viele Spieler auch ein bisschen enttäuscht, ja. Dass die Rachsuchtwaffen, die Tankwaffen da so irgendwie ganz komisch aussehen. Also Verwüstung ist Verwüstung. Jetzt habe ich mich entschieden, oder was? Habe ich auch was Neues bekommen? Oder? Nee, noch nicht. Okay, dann reden wir mit kein. Hast du auch Verwüstung genommen, oder? Yep. Dann reden wir mit kein. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Donnerzorn, wir müssen die Truppen der Legion hier im Vulkan angreifen. Nee, das kennen wir von ihm schon. Nun, stoppt das Bobandemor. Wahre Anführer sieht man selten und noch seltener sieht man sie an der Front. Wir sind jetzt bereit für den Sturm auf das Befehlszentrum von Brutkönigin Tirana.
Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Dämonengeheimnisse. Überraschend, ich stimme zu, eine ausgezeichnete Wahl, Donnerzorn. Nun müsst ihr den Rest von uns unterweisen. Ja, dann redet er, dass wir uns gerade für Verwüstung entschieden haben. Ja, als Verwüstung trägt man halt auch so diese Kleven der typischen Klevenform, so wie sie auch Illidan trägt. Und wenn man einen Tank nimmt, dann das sieht ganz komisch aus. Tod der Legion. Ui, wir haben was Neues. Dann haben wir das letzte, die letzte Quest zum Abgeben. Ihre Zahl ist Legion. Ich stimme absolut zu. Mir scheint, ihr habt ihre Streitkräfte vollständig ausgelöscht. Was denkt ihr? Ist es an der Zeit, zum Kommandoschiff zu fliegen und uns den Sagerit-Schlüssel zu holen? Neue Schulterpolster. Falls wir uns nicht wiedersehen, sterbt wohl. Vertraut auf Fürst Illidans Plan. Ja, Schultern kann man auch ausblenden, so wie Kopf oder Umhang, aber nur mit dem Transmog-System. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Naja, bin jetzt auch nicht so ein Fan von diesen Schulterstücken, aber okay. Und wir haben noch eine neue Quest von... Fürst Illidan kennt den Weg. Lehrt die Illidari, was Verwüstung bedeutet. Darum fürchtet uns die Legion. Nun können wir ihre Geheimnisse gegen sie verwenden und dabei noch stärker werden, als sie es jemals sein könnten. Lehrt eure Dämonenjäger die Wege der Verwüstung. Lehrt uns, was ihr erfahren habt. Ach so, jetzt müssen wir... Mit wem fangen wir an? Mit Alari. Ja, genau. Fangen wir mit Alari an. Valyria. Fürst Illidan kennt ihn. Wie soll ich denn da was beibringen? Falls wir uns nicht wiedersehen, sterbt wohl. Soll ich mit denen einfach reden, oder einfach was? Einfach reden. Und dann kommt vor. Ich, hab jetzt ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Ja, okay, das ist nur, das kenne ich ja eigentlich. Jetzt ist ja oberstes Ziel, den Sagerit-Schlüssel zu bergen. Okay, Alari, folgende Geheimnisse habe ich aufgedeckt. Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel. Dämonische Energie. Ich fühle mich noch tödlicher. Dämonische Energie beigebracht. Cool. Okay. Dann kommt jetzt Korbas Blutdorn. Bei mir ist nicht fallen. Bei mir hat sie einfach nur eben geschwebt, die Alari. Wen? Wenn der Schwarze Tempel nicht angegriffen würde, hätte ich nichts dagegen, länger hier zu bleiben. Es gibt noch so viele Dämonen zu töten. Seid ihr bereit, die Geheimnisse der Legion zu erfahren, Korvas? Okay. Vertraut auf mich, ich könnte die Legion ganz allein vernichten. Warte mal, wir haben doch jetzt was Neues bekommen. Metamorphose. Metamorphose haben wir als erstes bekommen, oder? Das ist geil. Haben wir das eben bekommen? Das erste haben wir bekommen. Okay, das probiere ich direkt mal. Wow. Hast du auch schon benutzt? Ja. Hat jetzt einen Cooldown. 4 Minuten. Okay, und aber als zweites haben wir jetzt nichts dazu bekommen, oder? Nee. Doch, Vernichtung. Echt? Was ist denn das? Schlitzt euer Ziel auf? Das ist doch jetzt irgendwie neu. Ach nein, das ist jetzt einfach das ist jetzt Verwüstung. Das, was wir vorher hatten, ist jetzt, Chaosstoß wurde in Vernichtung umgewandelt. Alarm zurück, der Chaosstoß wird dann einfach nur umbenannt während der Metamorphose. Jetzt haben wir Sienna. Fürst Illidan kennt den Weg. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich bin bereit, alles für unser Überleben zu tun. Wir benötigen mehr Energie. Hör gut zu, Sienna. Ich sage euch, was ich aus dem Folianten der Dämonengeheimnisse gelernt habe. Tod der Legion. Mehr. Ich will noch mehr Macht. Oh, das kenne ich. Das ist, Feuerbrand oder sowas um sich rum. Immolation. Aber ich kann das noch nicht. Ist ja interessant, dass ich denen was beibringe, was ich selber nicht kann. Okay, und wir kein... sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Kane ist der Letzte. Ja, der sagt das schon wieder. Nun... Kane, ich werde euch beibringen, was wir über dämonische Geheimnisse wissen. Vertraut auf Fürst Illidan. Ich spüre, wie es meine Adern durchströmt, meinen Körper verändert. Manetrell. Ach, das ist der hier verwundet liegt. Mein Leben dient
einzig. Vielleicht bringen wir den gegen einen Heilzauber hier. Komm mal zu dem, den haben wir noch als letztes. Manetrell Düsterstern. Fürst Illidan kennt den Weg. Also, vielleicht ist es besser, wenn ich vorerst hier bleibe. Ja, genau, das kennen wir von ihm. Er hat sich immer noch nicht von seinen Wunden erholt, die er als Gefangener erlitten hat. Diese Welt ist voller dämonischer Energie. Manetrell macht euch bereit, die Macht der Legionsgeheimnisse. Ich werde euch mit der Macht der Legionsgeheimnisse erfüllen. Tod der Legion. Wartet, ich kann die Macht nicht erhalten. Bitte Scheiße. Was war denn das jetzt? Ich glaube, der hat sich nicht genug erholt. Wir hätten ihm gar nichts beibringen sollen. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Tja, lehrt die Illidari, was Verwüstung bedeutet. Ich gebe mir selbst die Schuld, Donnerzorn Manetrell war zu geschwächt. In uns tobt eine nie endende Schlacht um die Kontrolle der Dämonenkraft, die wir alle in uns aufgenommen haben. Vielleicht wäre es das Beste, die Unterweisungen für den Moment zu verschieben. Wir können uns keine weiteren Verluste erlauben. Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Die Vernichtung der Legion. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Der Tod naht auf teuflischen Schwingen. Es wird Zeit. Wir haben den Truppen der Legion einen vernichtenden Schlag zugefügt, von dem sie sich nie erholen werden. Jetzt tragen wir den Kampf zu Tyrannas Kommandozentrum. Schnell, kümmert euch um eine Flugmöglichkeit. Lasst euch von Isal Weißmund eine Teufelsfledermaus geben und fliegt hinauf zur Teufelshammer. Falls wir uns nicht wiedersehen, los, auf in die Lüfte! Los, auf in die Lüfte! Metamorphose, wie lange hält das? 30 Sekunden lang. Euch allen viel Glück. Ich bringe den Rest von uns dort hoch. Okay, fliegen wir jetzt hoch? Ja. Ja? Wo bist du? Wo bist du denn? Ich bin bei dem. Hier ist sie doch. Isal Weißmond. Ich sehe dich manchmal nicht. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Donnerzorn, ich habe einige Teufelsfledermäuse gefangen. Ihr könnt auf ihn hoch zum Kommandoschiff der Legion fliegen, wenn ihr soweit seid. Weißmond, ich nehme mir eine eurer Teufelsfledermäuse. Wir werden zu Ende bringen, weswegen wir hier sind. Okay, dann zack. Lasst euch nicht. Da wolltest du uns noch was sagen, aber die Fledermaus ist so schnell weg, dass wir die gar nicht mehr hören. Das ist jetzt hier... Fliegt hinauf zur Teufelshammer. Okay. Siana Nachtkleve. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Der Tod naht auf teuflischen Schwingen. Könnt ihr ihre Macht spüren? Ihr werdet jeden Kämpfer brauchen. Dennoch kümmere ich mich jetzt besser darum, wie wir hier heil wieder herauskommen. Donnerzorn, Brutkönigin Tyranna ist dort im Befehlstand. Die anderen haben ihn bereits gestürmt. Sie besitzt den Sagerit-Schlüsselstein. Endlich ist das, wofür wir so viel geopfert haben, zum Greifen nah. Tötet die Brutkönigin und entreißt sie den Sagerit-Schlüsselstein. Trefft euch danach mit den anderen unten in der Portalkammer. Ich werde das Fluchtportal zum Schwarzen Tempel sichern, sobald die anderen hier eintreffen. Schnell, Kain hat bereits mit dem Angriff auf Tyranna begonnen. Kain hat bereits begonnen? Okay, wenn wir schnell sind, können wir mitmachen. Ihr und eure Dämonen, kommt, meine Kinder! Lacht euch an der Schlüsselstein, wurde mir von Sagerat selbst anvertraut! Er wird niemals euch gehören! Wo ist sie? Die ist weg! Jetzt sieht es Spider. Ah.
Seht meinen Kopf! Mein Gebieter, sage was! Den Schlüsselstein! Nein! Wir müssen über das Portal unten zum Schwarzen Tempel zurück. Okay, Schlüsselstein nehmen und abhauen. Sucht einen Weg nach unten. Da gibt es aber verschiedene Portale hier. Wir müssen hier aussuchen. Okay, ein Stockwerk tiefer. Na, wir treffen uns dann gleich da. Hm? Direkt hinter dir. So. Kane Sonnenzorn. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Donnerzorn, seid ihr bereit? Ja. Nun, da sich der Schlüsselstein in unserem Besitz befindet, gibt es nur noch eins zu tun. Na gut, dann ziehe ich erstmal das neue, den Schleier der Blutkönigin an. Gucken, wie das Ding aussieht. Naja. Muss nicht unbedingt sein. Was war die da hinten wieder für ein Krach? Ist da draußen irgendwas los? Nö. Ist alles okay. Fürst Illidan kennt den Weg. Schnell, Donnerzorn. Nutzt den Sagerit-Schlüsselstein. Wir müssen zurück zum Schwarzen Tempel gelangen, bevor es zu spät ist. Benutzt den Sagerit-Schlüsselstein, um das Teufelsportal zu aktivieren und zum... So schnell! Aktiviert das Portal mit dem Schlüsselstein! Wir müssen zum Schwarzen Tempel zurück! Valyria, bist du bereit? Ja. Dann jetzt. Okay, ich denke mal, wir können reingehen. Yep. Während ihr die Macht des Sagerit-Schlüsselsteins beschwört, wird das Teufelsportal mit einer absonderlichen Energie überflutet. Hm. Es wird Zeit, triumphierend zum Schwarzen Tempel zurückzukehren und Lord Illidan dabei zu unterstützen, die Invasoren aus Azeroth und Shadrach zurückzuschlagen. Nein. Fürst Illidan ist... gefallen! Illidari! Rächt euren Meister! Ihr tragt das Mal seiner Verderbnis. Also soll das Dämonenblut in euch euer Gefängnis sein. Bringt sie zum Verlies! Dort werden sie mit dem Verräter vereint sein. Für immer. Jahre später. Die verheerten Inseln. Die Zeit ist gekommen, Cordana. Zeigt eure Loyalität. Anu Dorini Tala. Die Legion hat das Siegel gebrochen. Schnell, Schwestern, verteidigt das Verlies. Lady Mayev, wir brauchen euch. Erst muss ich noch etwas erledigen. Illidari. Mein ganzes Leben habe ich über die Verderbten gewacht. Tausende Jahre lang war mein einziger Trost, dass die Welt vor euresgleichen sicher war. Doch für Azeroths Rettung ist kein Opfer zu groß. Nicht einmal eure Freiheit. Werdet ihr uns helfen, Dämonenjäger? Ja, doch. Da haben wir von Maiv Schattenzang persönlich die Waffen zugeschmissen bekommen. Das ist auf jeden Fall... Tja, wir sind für Azeroths Rettung da.
Maiv Schattensang. Wer kennt sie nicht? Die berühmte Wächterin mit den kreisförmigen Wurfwaffen. Die ja eigentlich Dämonen jagt. Okay.